Danke vielmals. Wir gelangen nun zur achten Anfrage des Abgeordneten Magister Werner Kreuz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, die deutschsprachige Wirtschaft und insbesondere Österreich ist geprägt von kleinen Mittelbetrieben und die Finanzierung von kleinen Mittelbetrieben ist extrem bankenabhängig. In letzter Zeit ist aufgrund der Regulatorien immer wieder die Diskussion, kommen die Klein- und Mittelbetriebe zu den entsprechenden Krediten? Aber auf der anderen Seite auch, wenn man mit den Bankvertretern spricht, klagen die über die Vorschriften, die sie dementsprechend haben und wo es hier zu Problemen gibt, dass sie Kredite überhaupt herausgeben können. Derzeit tagt das Basel-Komitee und es wird befürchtet, dass weitere Verschärfungen in diesem Zusammenhang beschlossen werden könnten. Wie können wir oder wie können Sie sicherstellen, dass im Hinblick von Basel 3 Plus oder Basel 4 keine Einschränkungen für die Unternehmensfinanzierung, insbesondere für die kleinen und Mittelbetriebe, zur Folge sind? Herr Bundesminister. Wie Sie wissen, ist Österreich, hat keinen Sitz im Basel-Komitee. Wir sind dort abhängig sehr stark von den Entwicklungen auf europäischem Sektor. Ich habe im Rahmen des ECOFIN erwirkt, dass es eine klare Resolution an das Basel-Komitee gibt, dass keine Benachteiligung europäischer Finanzierungsformen zu anderen Finanzierungsformen erfolgen. Zum Zweiten, es laufen die Konsultationsmechanismen mit den Banken. Unsere Banken haben hier sehr aktiv mitgearbeitet. Wir haben mehrere Studien im Moment vorliegen. Manche sind positiv. Zum Beispiel ist beabsichtigt, dass im Zusammenhang mit Krediten an Unternehmen, wo wir derzeit ja bis zu 1 Million Euro eine begünstigte Risikogewichtung haben, dies auch geweitet wird, dass auch für kleine und mittelständische Unternehmen die Risikogewichtung auf 85 gesenkt wird. Anders schaut das an bei den Beteiligungen, die Banken an Unternehmen halten. Hier laufen die Konsultationsmechanismen. Hier ist vorgesehen, dass hier eine höhere Unterlegungspflicht vorgesehen ist. Man ist ursprünglich von ungefähr 400% ausgegangen. Man ist jetzt in den Verhandlungen bei etwa 250%. Alle Maßnahmen, die Basel vorschlägt, werden durch solche Studien entsprechend von uns bewertet und beurteilt und dann jeweils über die Banken und über den ECOFIN dort wieder eingebracht. Es wird erforderlich sein, dass es gerade im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu keinen Verschlechterungen kommt. Und hier schaut es derzeit danach aus, dass alle Beschlüsse, die G20, ECOFIN, die gefasst wurden, es hier zu keinen Verschlechterungen und Verschärfungen kommen darf. Zusatzfrage, bitte. Herr Minister, Sie haben selbst angesprochen, in Österreich ist ein Bankmodell das Beteiligungsmodell, das speziell von einigen Banken durchgeführt wird. Hier kommt es zu den verschärften Kapitalhinterlegungen, wenn es derzeit, wie es derzeit ausschaut. Können wir irgendwie sicherstellen, dass es hier nicht zu Wettbewerbsnachteilen kommt, wenn hier ganze Geschäftsmodelle dementsprechend hier nicht mehr zu tragen kommen oder nur mehr eingeschränkt zu tragen kommen werden, sei es durch Übergangsbestimmungen, Ausnahmebestimmungen oder sonstige Aktivitäten? Herr Bundesminister. Zuerst ist festzuhalten, eine Regelung des Basel-Komitees gilt weltweit. Das soll eben dazu führen, dass es zu keinen Wettbewerbsnachteilen kommt. Nun wissen wir, wenn man sich Basel III anschaut, das setzen manche intensiver ein und manche weniger intensiv, vor allem jene Länder, wo es einen Split zwischen Investmentbanken und Geschäftsbanken gibt. Daher sind wir dabei, auch auf der Ebene der ECOFIN-Minister, tatsächlich festzulegen, dass es hier zu Einschleifregelungen und Übergangsregelungen kommen soll. Gerade die österreichischen Banken haben zum Teil Beteiligungen an Unternehmen, die vielleicht nicht mehr haltbar wären, wenn so hohe Unterlegungsvorschriften da sind. Richtig ist, dass man den Bereich Unternehmensbeteiligungen eigentlich erst neu ordnet, weil er bisher gar nicht in der Form geregelt war.